Budapest, die Perle der Donau, das Herz von Ungarn. Eine pulsierende Metropole, kultureller Schmelztiegel und eine der am häufigsten besuchten Städte Europas. Hier herrscht Aufbruchsgeist. Hier leben die Romanfiguren von Nobelpreisträger Imre Kertész, Ephraim Kishan, Sándor Márai oder Ildikó von Kürti. Aber die Stadt an der Nahtstelle von Orient und Occident hat auch eine sehr schmerzvolle Geschichte. So stolz man hier auf seine Kaffeehäuser ist, wurden sie während der stalinistischen Diktatur alle geschlossen, weil sie in den Augen der Kommunisten Städten der bürgerlichen Verschwörung waren. Dazu gehört auch das weltberühmte New York Kaffeehaus, wo der große Literat Ferenc Molnár bei der Eröffnungsparty den Hauptschlüssel in die Donau warf, weil er wollte, dass es 7 Tage, 24 Stunden geöffnet ist. So ist Budapest. Überall spürt man Melancholie, aber auch eine nicht zu bändigende Daseinslust und die Liebe zum Leben. Budapest hat viel zu zeigen, viel zu geben und viel zu erzählen. Die Stadt bringt auch spannende Lebensgeschichten hervor. Die Lebenslinie von Leslie Mandoki, einem vielseitigen Künstler, erzählt eine davon. Der gebürtige Budapester hat sich in Bayern am Starnberger See ein weltweit erfolgreiches Musikstudio aufgebaut. In der Top-Liga arbeitet er mit Weltstars wie Lionel Richie, Phil Collins und Jennifer Rush oder Chaka Khan. Er komponiert die Musik für den Wahlkampf der Kanzlerin und ist Pionier des Branded Entertainment. Für Marken wie den FC Bayern München oder führende Automobilhersteller ist Leslie Mandoki in vielen künstlerischen Bereichen und bis in die entferntesten Länder der Welt aktiv. Durch seine Leidenschaft für den Jazzrock entstand das Soulmates-Projekt mit Jazz- und Rock-Ikonen wie Ian Anderson von Dressotal, Aldi Meola, Steve Lukather von Toto und Nick Kershaw. Neben zahlreichen Konzerten sind es mittlerweile 10 Kultalben, die von den Mandoki Soulmates veröffentlicht wurden. Leslie Mandoki, ein Mann, der von Hongkong bis New York vieles als Musiker bewegt hat, aber seine Wurzeln liegen in Budapest, wohin er immer wieder gern zurückkehrt. Wir treffen Leslie Mandoki heute in seinem Studio am Starnberger See, bevor er uns in den nächsten Tagen seine Geburtsstadt aus einer ganz persönlichen Perspektive zeigen wird. Ich bin in Budapest geboren. Und natürlich die Jahre, die ersten 22 Jahre meines Lebens haben mich extrem geprägt. Mein Elternhaus, meine Freunde, meine grundsätzliche Sozialisierung, natürlich die Schulen. Wir spürten schon im jüngsten Teenageralter, dass man mit Musik sehr viel bewegt werden kann. Und natürlich empfanden wir, auch wenn von außen betrachtet, dass der lustigste Baracke der osteuropäischen Diktatur war, wir empfanden das als Diktatur, wo Zensur, Folter, Bespitzelung, Schießbefehl an der Grenze, Selbstverständlichkeit war. Wir wuchsen auch so auf, was uns immer gesagt wird, hey, ihr werdet nie Paris, London, New York oder Los Angeles sehen können. Und natürlich brannte in mir das Gefühl, ich will ein Teil des Großen werden. Und ein System, der auf eben Zensur und Bespitzelung basiert, kann nicht der richtige Platz für Künstler sein. Den starken Freiheitsdrang der Ungarn verkörpert architektonisch ihr Parlament. Es ist eines der vielen Wahrzeichen Budapests und zählt zweifelsohne zu den schönsten der Welt. Mit 286 Meter Breite ist es größer als das Westminster Palace in London. Prägend für das Stadtbild der Donaumetropole ist auch die riesige Basilika. Und nur einen Steinwurf entfernt befindet sich Europas größte Synagoge. Budapest ist ein wahrhaftiger christlich-jüdischer Schmelztiegel. Musik hat die Kraft, das Publikum gleichzeitig emotional wie intellektuell zu erreichen. Und das hat mich auch zum Musiker gemacht, obwohl ich in ganz, ganz, ganz jungen Jahren vorhatte, eigentlich Literat zu werden. Und dann hatte ich eine Periode als Kind, wo ich Maler werden wollte. Aber Musik, auch Musik meines Vaters, hat mich dann gefangen gehalten im Herzen. Und ich habe den schönsten Beruf, was man hätte jemals sich vor erträumen können. Budapest war schon immer eine der bedeutendsten Musikstädte Europas. Hier gibt es auch die weltgrößte Theaterdichte. Budapest ist, was Musik angeht, ist absoluter Wahnsinn.
1994 eröffnete Leslie Mandoki mit seinen Soulmates das Siget Festival vor rund 40.000 Zuschauern. Heute gilt es als größtes Festival seiner Art. So feiern rund 400.000 Menschen jährlich aus aller Welt auf dem Island of Freedom. Die Soulmates spielten in Budapest unvergessliche Konzerte. So auch vor wenigen Jahren im Palast der Künste, um dort ihr 20-jähriges Bandjubiläum zu feiern. Auch auf dem Donauufer in der historischen Altstadt spielten sie vor 30.000 Zuschauern ein Konzert für Freundschaft und Toleranz. Das erste Buch meines Lebens war, als mein Vater seinen Kampf gegen Krebs verloren. Mein Vater war ein großartiger Musiker und als ich an seinem Sterbebett saß, sagte zu mir, mein Sohn, versprich mir, dass meine Enkelkinder, die ich tragischerweise nie kennenlernen werde, niemals zensierte Zeitungen lesen werden. Und ich sagte zu ihm, Vater, wie soll das gehen? Da ist der eiserne Vorhang. Dann sagte er zu mir, Sohn, finde deinen Weg, der eiserne Vorhang ist nichts für dich. Du musst gehen und lebe deine Träume und träum nicht dein Leben. Hat mir viel Kraft gegeben. Aber es dauerte einige Jahre, bis dann meine beiden Freunde, Gabo Csupo und Laszlo Benke und ich uns umarmten und sagten, okay, wir werden diese Flucht wagen, weg von Zensur und Bespitzelung Richtung Freiheit. Es war im Sommer 1975, als sich Mandoki, sein Bandkollege Laszlo Benke und Filmemacher Gabo Csupo nachts auf der Kettenbrücke trafen und sich entschlossen, gemeinsam aus Ungarn zu fliehen. Gabo Csupos Vision führte ihn nach Amerika. Er wurde zu einem der gefragtesten Animatoren und hatte seinen ersten Welterfolg mit den Simpsons. Wir treffen ihn im Café Gerbo, einem der größten und traditionsreichsten Kaffeehäuser Europas. Leslie spielte zu dieser Zeit eine Art von Avantgarde-Musik. Er spielte in dieser Zeit einen sehr interessanten, mollschweren, experimentellen Jazzrock. Und wir wurden sehr gute Freunde. Wir waren oft zusammen in seinem Wochenendhäuschen am Donauknie und verbrachten viel Zeit miteinander. Vor 40 Jahren flüchtete Mandoki durch den eisernen Vorhang in den Westen. Als er in Deutschland von einem Beamten gefragt wurde, was er denn nun hier machen wolle, antwortete Mandoki, dass er einmal mit Musikern wie Ian Anderson, Jack Bruce von Cream und Al Di Meola zusammenspielen wolle. Und dieser Wunsch ging in Erfüllung, aber Mandokis künstlerischer Weg ist keinesfalls stromlinienförmig verlaufen. Denn der ambitionierte Musiker wurde zunächst als der führende Kopf der Popgruppe Chinggis Khan berühmt. He's a very passionate man who has a lot of belief in the power of music and the sophistication that comes with turning pop music forms into something a little more mature. Takes his persistence as a producer because it's he's kind of like that Hungarian Quincy Jones where he puts us, you know, he persistently makes it happen, and that's a special talent that he possesses. He was so supportive of himself. He's a good man. He will make it. Yes. When he's writing the songs or coming up with the ideas, he actually can hear who's going to be doing what. The one that comes to mind, the greatest person who had that kind of talent, is Duke Ellington that I can think of. Especially with Leslie's background being Hungarian and the history of what has gone on in this country and how he fled the communist imprisonment to go to another country and make it as a musician is very admirable. I love to play this song, Leslie.
Paisley Mantoki Blues. Leslie Mandoki ist nicht einfach nur ein Musiker oder nicht nur ein Produzent, sondern er ist eben alles miteinander, alles zusammen. Und er ist ein ganzheitlich denkender Mensch. Und immer, wenn jemand ganzheitlich denkt, dann kommen meistens Sachen raus, die Sinn machen und die qualitativ auf einem ganz hohen Niveau stattfinden. Ja, für mich ist er auch jemand, der etwas ganz Großes geschafft hat in den letzten 30 Jahren. Er ist geflohen aus seiner Heimat, nach Deutschland gekommen und hat dort eigentlich so der American Dream hier auch in Deutschland geschafft und international mit tollen Künstlern zusammengearbeitet. Eine ganz, ganz große Geschichte, die er in den letzten 30 Jahren aufgezogen hat. Und ich bin eigentlich froh, sein Freund zu sein. Und er musste da raus. Und das war ein hartes Ding da. Das war echt unter Einsatz seines Lebens. Und dann kam er nach München und dann haben wir uns sehr schnell kennengelernt und haben gedacht, froh, dass wir ihn haben. Ein vorher exzellenter Musiker und ein unheimlicher Pusher. Und auch was er jetzt macht, Soulmates und so, da bin ich öfter dabei. Und was er alles macht, hier noch und da, große Soundtracks und so. Ne? Aber Leslie, geil, dass wir dich haben, keine Panik und gut, dass du damals durch den Tunnel da durchgekommen bist. Es gibt ein paar Naturen, die Leslie gleichsetzt mit Genghis Khan. Das ist aus meiner Sicht zumindest einfach nur dumm. Leslie spielt seit vielen Jahren mit Musikgrößen. Laufend steht er mit diesen Künstlern auf der Bühne. Wer mit Aldi Meola ein Konzert spielen will, muss es drauf haben. Muss es fachlich drauf haben, mental. Muss die Sichtweise dieser Musiker kennen, ihre Philosophie und ihre Haltung. Und nur dann gelingt so etwas und Leslie kann das. Das Segment, das Leslie besetzt, zusammen mit seinem Team, wird von niemandem in Deutschland auch nur annähernd so bedient, beherrscht, wie er es tut. Eigentlich kenne ich niemanden, der so unterwegs ist. Ja, sagen wir mal so, ich bin mit der ungarischen Welt des Denkens und des Fühlens ein bisschen vertraut. Mein Vater ist Ungar. Dieses heute relativ kleine Land hat Menschen, die sehr viel in den Jahrhunderten kommen und gehen gesehen haben, viel erlebt haben, ist kosmopolitisch eingestellt. Mittendrin in Europa herrscht in Ungarn eine weltoffene Sichtweise, zumindest bei den meisten, immer noch. Und daher ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass in der Welt der Kultur, der Musik, der Wissenschaft Ungarn überall auf der Welt zuweilen zumindest in Pole Positions drin sind und Impulse geben, die wichtig sind. Ich vermute, dass das auch in Zukunft so sein wird. Und einer dieser Protagonisten ist Leslie Mandoki. Wie ist eigentlich ein typischer Budapester, werde ich sehr häufig gefragt. Mein Freund Peter Maffay sagt, wie viele Millionen auf der ganzen Welt, ein Budapester ist jemand, der hinter dir eine Drehtür betritt und vor dir wieder rauskommt. Aber das Wichtigste ist, dass zu der Budapester Seele oder zu der ungarischen Seele allgemein gehört der Witz, der Humor, sowie zu Wiener oder Bayern die Gemütlichkeit. Ferenc Hoffmann, oder wie er besser bekannt ist, Ibrahim Kishon, sagte mir bei einem langen gemeinsamen Abend, dass seine Bücher entstanden eigentlich dadurch, dass er in Budapester Kaffeehäuser, eben halt in seiner Geburtsstadt, immer diese Schmäh, wie die Wiener dazu was sagen, also diese Kaffeehausklatsch zuhörte und daraus entwickelte er seine wunderbaren Bücher. Ein Ungar hat immer einen Witz parat und sich damit allen Lebenssituationen, seien sie noch so völlig aussichtslos, über Wasser zu halten. Apropos über Wasser halten, Ungarns Nationalsport ist Wasserball. Sie sind Rekord-Olympiasieger und mehrfache Weltmeister.
Nicht nur im Wassersport können Ungarn überzeugen. Erno Rubik hat mit seinem Rubik Cube die Welt des Denksports erobert. Wer darin aufgeht, erlebt nach dem Budapester Philosophen Mihály Csikszentmihalyi einen sogenannten Flow, nämlich das restlose Aufgehen in einer Tätigkeit. Vermutlich war der Physiker Ferenc Krauss auch im Flow, als er mit seinen Forschungen in der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität den Beginn der Atosekundenphysik setzte. Der Holocaust-Überlebende Imre Kertész erhielt für seine Werke den Literaturnobelpreis. Der Börsenexperte André Costolani erklärt uns im letzten Jahrhundert, wie die Märkte funktionieren, und der Finanzguru George Soros wurde mit seinen Wettspekulationen zum Milliardär. Der Informatiker Charles Simonyi, ebenfalls ein gebürtiger Budapester, hat Microsoft Word und Excel ins Leben gerufen und reiste als Weltraumtourist bereits zweimal zur internationalen Raumstation ISS. Über Jahrhunderte hinweg haben Ungarn bis heute das Wissen der Menschheit in verschiedensten Bereichen vorangebracht. Die Hygiene in der Medizin haben wir dem Budapester Arzt Ignaz Semmelweis zu verdanken. Ohne die aus Ungarn emigrierten Mathematiker und Nuklearphysiker Eugen Winger, Edward Teller, Leo Szilard und John von Neumann hätte es keine Atombombe gegeben, aber auch keinen Computer. Der weltberühmte Entfesselungskünstler und Magier Harry Houdini stammt ebenso aus Ungarn wie László Biró, der Erfinder des Kugelschreibers. Mit ihren Bildern prägten André Kertész die künstlerische Fotografie und Robert Kapper die Kriegsfotografie des 20. Jahrhunderts. Welterfolge der Filmgeschichte schrieben auch die Regisseure Sir Alexander Korda mit Der dritte Mann und Michael Curtis mit Casablanca. Viele Ungarn haben auch in Hollywood Spuren hinterlassen. So gründete Adolf Zukor 1912 die Paramount Pictures. Und auch das Studio Hamburg hat ein Budapester gegründet. Gyula Trebic. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Budapest, voller Gegensätze. Ein wahrhaftiger Schmelztiegel. Wir kommen spät am Abend in diese bezaubernde Stadt an, die für uns ihr schönstes Abendkleid angezogen hat. Umher füllen sich die Cafés, Restaurants, Opernhäuser in der Theaterhauptstadt der Welt. So beschreibt George Tabori seine Geburtsstadt. Der Philosoph György Konrád nannte seine Geburtsstadt eine Rendezvousstadt, wo die Sinnlichkeit, die überall in der Luft zu liegen scheint, nur noch Poeten in Worte fassen können. Peter Esterházy zum Beispiel bezeichnete sein Buda und Pest als eine Stadt, die mit Wonne die Donauschlange zwischen ihre Brüste lasse. Man sagt immer, New York wäre der Schmelztiegel der Welt. Aber jeder, der jemals den Canal Street entlang gegangen ist, weiß, südlich ist das Chinatown und nördlich ist Little Italy. Und man überquert eigentlich nie die Canal Street. Diese Stadt, Budapest, dieser ungleiche Teiler, der absolute flache Pest, und dieser wunderbare, hügelige Buddha, das ist ein wahrhaftiger Schmelztiegel. Trotz schwerster Verwüstung durch die Weltkriege oder jene Wochen im Jahr 1956, als der Volksaufstand brutal niedergeschlagen wurde, ist der einzigartige Charme der Stadt erhalten geblieben. Diesen Charme verdanken sie neben den architektonischen Schönheiten und der Lage an der Donau, den Thermalquellen und Kaffeehäusern, den verträumten Hinterhöfen, dem vielen Grün und einem regen Kulturleben. Hier leben Menschen unterschiedlichster Herkunft und religiöser Ausrichtungen. Hier ist jeder Neuankömmling schnell ein Budapester, selbst dann, wenn er erst ein paar Brocken Ungarisch kann. Eine wahrhaftig integrierte Gesellschaft. Und jetzt fahren wir zu einer richtigen Arbeiterkneipe, ein jüdisches Restaurant, unglaublich guter Küche. Ungarn steht im Ruf, ein christliches Land zu sein. Aber wir Juden sind seit Ewigkeiten anerkannter Teil der Gesellschaft. Möglicherweise sind wir hier in Ungarn sogar am längsten in Europa sesshaft. Wir erhielten zum Beispiel ein umfassendes Recht zum freien Handel, waren immer auch in der Kunstszene präsent, auch in der Architektur. Überhaupt, wir haben uns in sehr vielen anderen Bereichen des Lebens hervorgetan und wirkten vor allem an der Entstehung des Bürgertums in Ungarn mit. Das galt genauso auch auf dem Land wie in der Stadt. Und das macht sich auch in der Kochkunst bemerkbar.
Ich habe Gäste aus allen politischen Kreisen und es gab bisher nie einen negativen Vorfall. Niemand hat meine religiöse Herkunft angesprochen oder mich deswegen beleidigt. Das hängt mit den zwischenmenschlichen Beziehungen zusammen. Wahrscheinlich müssen wir überzeugend wirken. Dazu gehört zusätzlich ein gutes Essen mit freundlicher Bedienung. Das ist natürlich sehr wichtig. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit und wir machen es mit Leib und Seele. In erster Linie bin ich ein Ungar, so empfinde ich es, sagen wir mal, ein ungarischer Jude. Hier fühle ich mich sicher, hier sind meine Freunde, hier ist unser Alltag, in dem wir leben. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich habe hier sehr viele enge Freunde, die vielleicht Schwaben oder Slowaken sind, aber auch jüdische Freunde. Und es gibt christliche, evangelische oder reformierte Kirchenmitglieder, mit denen wir auch gut befreundet sind. Deshalb setze ich mich als Künstler für eine Gesellschaft ein, in der es keine Rolle spielt, wo jemand geboren ist, welcher Religion er angehört, ob er ein Kirchengänger ist oder nicht, sondern nur allein das Herz, die Seele, Haltung und Charakter sollen zählen. Völlig richtig. Und jeder sollte danach leben. Was wäre Budapest ohne seine Denkmäler? Die Stadt liebt ihre Freiheitskämpfer, ihre Helden, Literaten, Komponisten und Maler. Eine Gedenktafel reicht dafür meistens nicht. Mindestens eine Büste muss es sein, am besten aber ein überlebensgroßes Standbild. Statuen in Reih und Glied am Heldenplatz, Schauplatz der bedeutendsten geschichtlichen Ereignisse Ungarns. Dieser Platz, der Heldenplatz, ist natürlich in vielerlei Hinsicht historisch. 1956, bei der großen studentischen Aufstand, war es auch einer der Zentren, wo sich diese gesamte Wut gegen das stalinistische Diktator aus einem Ventil herausplatzte. Und hier stand Steinwurf entfernt, eine riesige Stalin-Statue, das wurde abgesägt. Und unmittelbar vor uns liegt das Haus, wo der damalige kommunistische Gewerkschaftszentrum war. Da war ein riesiger roter Stern, was wurde halt einfach abgeschlagen. Ich kann mich sehr gut an diese Bilder erinnern. Ich war 3 Jahre alt und war auf der Schulter meines Vaters hier. Und viele hunderttausend Menschen waren auf der Straße, gegen die kommunistische Diktatur sich zu erheben. 1956. Die ungarische Bevölkerung will sich vom stalinistischen Terror befreien. Über Nacht wird aus der Studentenrevolte ein Volksaufstand. Ungarn erklärt die Unabhängigkeit. Zeitgleich bewegen sich russische Truppen auf Budapest zu. An den ersten Novembertagen greift die Sowjetarmee brutal ein. Und der Aufstand wird blutig niedergeschlagen. 50.000 Tote. Gegen die Helden der Revolution wird die Todesstrafe verhängt. Rund 300.000 Menschen fliehen aus Ungarn. Ungarische Restaurants sehen überall auf der Welt irgendwie immer ähnlich aus. Und selbst die mulschwersten Momente feiert ein Ungar und sagt dazu Mulatschak, weil er gar keinen Anlass dazu braucht, irgendwie richtig Party zu machen mit schweres Essen und schwerer Rotwein dazu. Obligatorisch natürlich begleitet mit Zigeunermusik. Und zugegeben, der alte Literaturkneipe Kehli hat das alles auch. In diesem Lokal ist es alles irgendwie sehr, sehr echt. Die Küche, die Bedienung, die Einrichtung, vor allem aber die Musik. Diese urgemütliche Gaststätte hat sich im Laufe der Zeit herumgesprochen, ob bei Woody Allen oder Roger Moore. Aber auch ich habe Freunden wie Klaus Meiner oder Rudolf Schenker von Scorpions das empfohlen. Und nicht nur Jimmy Carter oder sogar Helmut Kohl wusste es zu schätzen, diese schwer ungarische Küche. Wir mit Soulmates kommen jedes Mal vorbei, wenn wir in Budapest spielen. Aber lass uns jetzt gemeinsam erleben, wie die Ungarn nach dem guten Essen gemeinsam feiern. This is the coolest bar, ruin bar in Budapest. It's fucking awesome. It's called Simpler. Ruinenkneipen werden sie genannt und nichts ist cooler als einen Abend oder die ganze Nacht dort zu verbringen. Und woher kommt diese Tradition? Es war vor gut 10 Jahren, als eine neue Budapester Kneipe in einem Abrissgebäude im jüdischen Viertel eröffnet wurde und es dauerte nicht lange, bis sich ähnliche Kneipen dazugesellten. Ein neuer Trend entstand, der fester Bestandteil des Budapester Nachtlebens geworden ist.
Hier können die Leute herkommen, wann immer sie wollen und sich einfach zu Hause fühlen. Es spielt keine Rolle, ob du die Stadt nur für ein paar Tage oder Stunden besuchst. Ob du Ungar bist oder aus dem Ausland kommst, das ist komplett egal. Wenn du hierher kommst, findest du ein kleines Stück zu Hause. Es gibt keine Regeln hier. Du kommst einfach rein, um Spaß zu haben und bist begeistert. Es geht nur ums Spaß haben. In den mit Flohmarkt, Fundstückchen gestalteten Räumen wird nicht nur ausgelassen gefeiert. Es werden Vintage-Filme gezeigt und bei einem kühlen Getränk wird über die Welt diskutiert. Für die Frauen gibt es zusätzlich noch ein ganz besonderes Erlebnis: Shoppen während des Feierns. Nicht nur die besondere Location, sondern auch die sehr gute Stimmung des bunt gemischten Publikums vieler Nationalitäten macht diese Kneipenlandschaft zu einem absoluten Muss. Wer will, kann hier bis in die Puppen feiern. Wir verlassen die Party jedoch schon eher, denn morgen früh befassen wir uns mit einem sehr ernsten Thema. Haus des Terrors, der Gedenkstätte für die Opfer der Diktaturen. Ist im Haus des Terrors einer der bemerkenswertesten Orte in Budapest. Hier folterten die Nazis und hier folterten die Kommunisten. Also die Nationalsozialisten ebenso wie die Internationalsozialisten. Deshalb ist es ein ganz großer Verdienst, dass dieses Haus also für Generationen dann das Schrecken, das daraus zeigen kann, in einem Ursprungsort. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als von dieser unschuldigen Menschen, die ihr Zukunft beraubt worden sind. Das ist sehr anschauen zu müssen, zu sagen, wo ist denn die Menschlichkeit geblieben? Wie konnte sowas passieren? Wie könnten Menschen miteinander so umgegangen sein? Welche Ideologien können so weit führen, dass Menschen andere bestialisch ermorden und davor sogar foltern? Also das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, dass dieser Aufruferzeichen, dieser Mahnung sollte gegen Faschismus und gegen Kommunismus für immer der Erinnerungskultur erhalten bleiben. Und das ist ein Tempel der Erinnerungskultur. Wir sitzen im Büro von einer der großartigsten Intellektuellen dieses Landes. Sie hat mich schon bei der ersten Gespräch sehr, sehr beeindruckt. Und ich möchte gerne mit ihr jetzt über The Melting Pot reden. Mario, wie erklärst du die Kraft, mit der die Ungarn trotz des Verlustes von 2/3 ihres Staatsgebietes nach dem Ersten Weltkrieg jeden völlig unabhängig von seiner Herkunft in das wunderbare, sprudelnde, geistige Leben von Budapest so erfolgreich integrieren konnten? Ich sehe die Kraft, die übrigens für das ganze Land gilt, in einer sehr starken ungarischen Identität. Hier ist jeder stolz, Ungar zu sein. Und ein Volk, das eine starke Identität besitzt, erleichtert die Integration. Wenn jemand nicht stolz sein darf, das Gefühl nicht vorhanden ist oder man sich seiner Identität schämt, dann werden in einer solchen Gesellschaft Integration und Anpassung erschwert. So jemand wird nicht als Vorbild angesehen und dann fehlt der nötige Respekt. Doch wer zu uns kommt, wird bald merken, dass es bei uns diese gesellschaftliche Kraft gibt und man möchte ein Teil dieser Gesellschaft werden. Wir öffnen unser Herz und fragen, wirst du zu uns kommen? Komm, sehr gut und es wird sogar besser. Wir haben das im Schulalter erlebt, als wir griechische Mitschüler bekamen. Sie haben zusätzliche Werte mit eingebracht, die wir so vorher gar nicht kannten. Schließlich lebten wir damals in einer geschlossenen Welt. Es war undenkbar, eines Tages reisen zu dürfen. Es gab ja kein Skype, E-Mail oder Ähnliches und dass sich die Welt für uns eines Tages öffnen würde, haben wir zwar gehofft, aber sicher waren wir uns nicht. Dass Nationalitäten mit einem anderen kulturellen Hintergrund zu uns kamen, empfanden wir durchaus als eine Bereicherung. Genauso wie die Gesellschaft es heute auch erlebt. Und wenn sich jemand dann noch Mühe gibt, 3 Wörter auf Ungarisch zu lernen, sind wir sehr, sehr dankbar. Ich bedanke mich. Budapest ist voller Eklektizismus, doch besondere Beachtung verdient der Jugendstil. Diese wunderschönen Bauwerke entstanden um 1900 herum mit leidenschaftlich intensivem Drang zum Dekorativen. Florale Ornamente und geschwungene geometrische Formen, farbenprächtige Mosaike und goldglänzende Messingarbeiten. Die stilistische Einbindung von folkloristischen Elementen und die außergewöhnliche Qualität des ungarischen Kunsthandwerks verleihen dem Ganzen einen ganz einzigartigen Flair.
Die wunderschönen Jugendstilfassaden Budapests sind wirklich bewundernswert. Wie ein Blumengedeck den Tisch dekorieren sie ihre Stadt. Ein besonderes Beispiel des ungarischen Jugendstils bietet das Kunstgewerbemuseum. Architekt Ödem Lechner ist es mit diesem Meisterwerk gelungen, die fernöstliche Bauweise mit ungarischer Volkskunst zu kombinieren. Das Dach des Gebäudes ist aus Pyrogranit gefertigt in der berühmten Zsolnay-Fabrik in Pécs. Die verspielte Architektur des Jugendstils findet man überall in Budapest. Wer noch tiefer eintauchen will, für den gibt es die Möglichkeit, im Jugendstil-Atmosphäre zu baden. Das bekannteste Heilbad ist die Gellert-Therme. Mosaikverzierte Wände und schmiedeeiserne Balkone lassen Besucher den Jugendstil authentisch erleben. Die Bäderkultur ist ein nicht mehr wegzudenkender Teil Budapests. Mit 118 natürlichen Thermalquellen und 70 Millionen Liter warmem Heilwasser, die täglich in den Quellen entspringen, ist Budapest die größte Kurstadt der Welt. Die Ungarn sind nicht von Kunst zu trennen. So wird der Besuch im kleinsten Lokal zu einem besonderen Erlebnis. What are you doing? Starting some new paintings. Really? Working in a studio. You know what? I have a suggestion. While your mother is cooking, let's check it out. Und plötzlich stehe ich im Atelier einer jungen Malerin, während ihre Mutter uns bekocht. Auch Schuhe aus der Hauptstadt Ungarns sind weltweit berühmt. Sie sind handgefertigt und überzeugen durch ihre Hochwertigkeit. Wenn irgendwo zwischen Shanghai und Los Angeles, Moskau und New York die Rede ist von Budapest, von meiner Geburtsstadt, dann kommt automatisch sofort Budapest der Schuhe. Jetzt sind wir wirklich in der Geburtsstadt dieser wunderbaren Design und ich treffe das Original, Herr Wasch, der für Budapest der Schuhe steht. Wie entstand die Idee? Wir haben eine alte Tradition neu ins Leben gerufen. In Budapest wurde immer sehr gutes Schuhwerk hergestellt. Es fing damals in der Monarchie an. Wien und Budapest waren gleichwertige Städte, wo diese kleingewerblich maßgefertigten Waren sozusagen weltberühmt waren. Das eine Modell hieß Budapester und so ist es auch in die Geschichte der Bekleidung eingegangen. Ich kenne die alten Geschichten, dass früher die Schuhmachergesellen ganz Europa bereisen mussten, um die richtigen Handfertigkeiten zu erlernen. Es sind viele Ungarn, die sich in Deutschland niedergelassen haben. Zum Beispiel Horai, der ein Ungar war, oder Kleemann. Der ist auch ungarischer Abstammung. Also das Know-how kommt aus Osteuropa und wir führen und pflegen es weiter. Leslie Mandoki nahm die Musik auch mit nach Kalifornien. Mit seinen Freunden Gabor Chupo und Andy Weiner verbrachte er viele Stunden in Andys Lieblingsrestaurant, dem Nobu. Der Besitzer des Restaurants, Hollywood-Star Robert De Niro, hatte damit einen Ort geschaffen, an dem allgemein die Hollywood-Stars gerne zusammenkamen. Als Filmproduzent Andy Weiner seinen Lebensmittelpunkt von Hollywood zurück in seine Geburtsstadt Budapest verlagerte, eröffnete er auch hier mit Robert De Niro ein wunderbares Nobu. Hier trifft Leslie Mandoki nun seinen Freund Andy Weiner zu einem Gespräch über die ungarische Filmlandschaft. Ich kann euch ein paar von meinen kleinen Erfolgen zeigen. Beginnen wir mit den Rambo-Filmen, die auf der ganzen Welt ein großer Hit waren. Das Wort Ramboismus wurde sogar im englischen Wörterbuch aufgenommen. Die nächste Kleinigkeit war Terminator, dann kam natürlich Basic Instinct, Evita, Stirb langsam und 15 andere. Also ich habe über 57 Filme in meinem Leben gemacht. Für mich war das eine sehr interessante Karriere. Budapest hat eine lange Geschichte über das Filmemachen und die Preise sind sehr gut im Vergleich zu den USA, England oder Deutschland. Also Leute kommen eigentlich her, um Filme zu produzieren, weil die Stadt noch unverbraucht ist. Nicht wie London, Rom, Paris. In diesen Städten spielen schon viel zu viele Filme. Also Budapest ist eine neue Stadt, die sie noch nicht entdeckt haben. Budapest kann Double sein für viele europäische Städte wie Rom, Paris und so weiter. Ridley Scott ist gerade fertig geworden und Ron Howard steht mit Tom Hanks in den Startlöchern für einen neuen Film. Tom Cruise kommt bald.
Tagtäglich gibt es dann neue Sachen. Ich glaube, dieses Jahr werden 16 Kinofilme hier in Ungarn gedreht. Und jetzt haben wir eine sehr demokratische Regierung. Und man hat die Möglichkeit zu tun, was man möchte. Ungarn geht es gut. Budapest ist eine wunderschöne Stadt, finde ich. Du kannst hier Spaß haben. Das Nachtleben ist wirklich fantastisch. Und auch kulturell ist die Stadt einer der zentralen Kulturspots der Welt. Mit der Oper, der klassischen Musik, dem Theater und auch dem Kindertheater, was hier sehr einzigartig ist. Ich denke, sowas findet man nirgendwo sonst in Europa. Natürlich gibt es ein großes Problem mit der Sprachbarriere, denn die meisten Sachen finden hier auf Ungarisch statt. Und das ist eine Sprache, die heutzutage nicht wirklich viele Leute sprechen. Ich freue mich aber für Ungarn und bin glücklich über das Wachstum. Ich denke, das Land hat sehr viel Potenzial für die Zukunft. Eigentlich, wenn man aus Deutschland, dann aus Deutschland betrachtet, kommt einem das schon sehr familiär vor. Die ungarische Mentalität hat sich Jahrzehnte, Jahrhunderte lang angefreundet mit der Deutschen. Das heißt, das ist nicht nur eine, dass die Deutschen verehrt werden, sondern gemocht werden, richtig gemocht werden. Die Geschichte ging immer Hand in Hand. Diese Freundschaft setzte 1989 etwas in Bewegung, was niemand für möglich gehalten hatte. Ungarn öffnete als erstes Land seine Grenzen und brachte damit einen Stein ins Rollen, der schließlich zur deutschen Wiedervereinigung führte. Klar, 89 ist auch unvergesslich für die Deutschen. Die Ungarn haben da wirklich Großes geleistet, muss man sagen, weil damals, wie gesagt, wie ich vorhin sagte, wusste man nicht, wie diese Grenze, wie dieser eiserne Vorhang tatsächlich zu ist und eisern ist und unabreißbar ist zu der Zeit. Und es war ein mutiger Schritt, die Deutschen fliehen zu lassen und das, glaube ich, haben die Deutschen auch sehr lange an der Habenseite geführt. Für die Freiheitsliebe der Ungarn steht auch der Burggartenbazar, ungarisch Vágat Bazar. Die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Anlage diente während der kommunistischen Diktatur als Jugendpark und Konzertbühne. Damals glich der Vágat Bazar jedoch mehr einer Ruine. Leslie Mandoki und Musikerfreund Károly Frenreis erinnern sich gemeinsam an diese Tage. Ja, das war so, dass mit uns zu sein und für unsere Konzerte zu kommen, das ist eine Feindlichkeit von der Regierung, von der Diktatur. Aber die Konzerte waren fast jeden Tag überall, nicht nur in Budapest, sondern im ganzen Land. Und die ungarische Rockmusikszene war sehr populär auf die osteuropäischen Länder auch. So, wir haben sehr viel in Polen, in der DDR und in der Tschechei und unten in Jugoslawien und in Russland viel gespielt. Die ungarische Rockmusik war auf dieser Seite Europas sehr berühmt. One of the interesting memories I have from that time is from 1989 and I received Eine der interessanten Erinnerungen, die ich an diese Zeit habe, war 1989, als ich ein Gespräch mit einer berühmten Persönlichkeit aus Deutschland hatte. Sein Name war Fritz Rau. Er war ein legendärer Konzertveranstalter, der die Rockgeneration der 60er und 70er in Deutschland groß gemacht hat. Er hat mir sehr ernsthaft gesagt, dass er glaubt, dass Zehntausenden von DDR-Flüchtlingen, die in Budapest campten und auf die Ausreise nach Westdeutschland warteten, etwas kulturelle Unterhaltung verdient hatten. Und dann hat er mir jemanden vorgestellt, der etwas machen könnte. Es war Udo Lindenberg mit seinem lustigen Hut. Er war ein super Typ, sehr nett. Und wir haben nicht viel Zeit gebraucht, um Freunde zu werden. Naja, er wollte ein Gratiskonzert in Budapest spielen. Also bin ich nach Budapest zurückgeflogen.
und habe einen geeigneten Veranstaltungsort gesucht und gefunden. Wir hatten keine andere Wahl. Wir zogen los mit kleinen Flyern und Lautsprechern an die Plätze, an denen die ostdeutschen Flüchtlinge gecampt haben, die von den Budapestern so herzlich aufgenommen wurden. Wir riefen, wenn ihr Udo Lindenberg hören wollt, kommt morgen Abend. Und zehntausende DDR-Flüchtlinge kamen. Das war einfach ein unglaubliches Konzert und Udo war besser als je zuvor an diesem Abend. Meiner Meinung nach war es eins seiner besten Konzerte jemals. Und im Grunde war es illegal. Das Gundel-Restaurant, benannt nach Johann Gundel, zählte schon vor gut 100 Jahren zu den exklusivsten Restaurants Europas. Bezeichnend ist, dass von der Queen bis hin zum Papst viele angesehene Persönlichkeiten das Lokal besuchten. Also wenn jemand nach Budapest kommt und das ist dieser wunderbare, verrückte Schmelztiegel, mal für sich erkunden möchte, muss er sich mal einen Abend hier in Gundel, das ist der kaiserliche, königliche Ungarn, lebt hier urplötzlich auf. Es ist ein sehr traditionsträchtiger Ort und hier spürt man diese Esprit, diese ganz spezielle, der Budapest mit ausmacht. Also das ist, hier ist nicht vertouristet, sondern das ist waschecht. Und gerade deshalb, wenn man als Tourist hierher kommt, hier erlebt man das originäre Ungarische. Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Während der kommunistischen Diktatur in Ungarn wurden eigentlich sämtliche Sozialsysteme zerstört, bis auf eine Bildung. Und vor allem musische Bildung. Jetzt können wir viele, viele Dirigenten und großartige Komponisten nennen, die aus Budapest stammen oder dort studiert haben. Aber wie steht es mit der Rockmusik? Anfang 70er Jahre hatte ungarische Rockmusik totale Weltniveau. Und es war sozusagen das einzige kleine Ventil, was der Diktator gerade gelassen hat, also als künstlerisch, also die Menschen anzusprechen. Und die ungarische Rockmusik war damals ebenbürtig mit Amerika und England oder Deutschland. Und sie wollte unbequem sein, sie wollte messerschwanger sein und sie möchte Bewegung erzeugt haben. Ich frage immer jemand, der heute sagt, hey Leslie, warum bist du dann abgehauen? Warum hast du dir das angetan, illegaler Einwanderer zu sein in Deutschland und auszusuchen der Flüchtlinge, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen? Weil ich eben halt kein Zensur und kein Folter wollte, weil ich eben auch der lustigste Baracke für der Baracke hielt. Und Bespitzelung und Schießbefehl an der Grenze, na, das ist, war nicht meine Welt. Az egyik part az otthon, a másik a nagy világ. Tán lesz ki megismerni, s tudják még nevem, ahogy születtem. Vagy régi dalt dúdolva, itthon vagyok újra, ahogy születtem. Oh, I touched down in the land of blues. Could it be I'm home, where I was born? Touched down in the land of blues. Could it be I'm home, where I was born? Ahoy, Sulatan. It's ahoy, Miss Sulatan. Day of summer, gloomy leaves to cure. Last day of summer, just without a word to say. A dreamer's not a fool, I'm just a dreamer, breaking every rule.
place for no one or everyone. How about a day, how about a day for a daydream? What a day for a